Diana Brandl, 38 Jahre alt, bin seit über 15 Jahren Assistentin. Die Hauf-Akademie ist ja unwahrscheinlich aktiv in dem Assistenzbereich, also tun sehr, sehr viel für die Weiterbildung der Assistenzen. Daher finde ich es toll, dass auch in der Hauptstadt jetzt das erste Mal dieser große Kongress da ist. Herzlich willkommen zum ersten Assistenzkongress der Hauf-Akademie. Schön, dass Sie alle da sind. Ich bin der tiefsten Überzeugung, dass Sie alles, und zwar wirklich alles, über Motivation wissen. Die Erkenntnis allein reicht nicht aus, um sein Verhalten zu ändern. Punkt. Charisma ist zum Teil erlernbar durch diese Punkte, die ich euch aufgezeigt habe. Aber dieses Leuchten, dieses Strahlen, das könnt nur ihr selber erreichen. Energetisch, inspirierend und tolle Frauen. Die Inhalte sind super, man nimmt super viel mit, aber was mir eigentlich in Erinnerung bleibt, ist diese Stimmung, die immer verbreitet wird. Also dieses ganze stimmungsmäßige, mitziehende, dich immer hochrufende, toll, ganz tolles Event, einfach generell. Der Rohstoff ist heute Zeit, ist was ganz Wertvolles am Arbeitsplatz. Wir reden immer von Komplexität, ein Phänomen unserer Zeit. Die Schreibtische werden immer voller und es wird an sich immer mehr. Und da ist es toll, wenn man mit so kleinen Kniffen Zeit sparen kann. Sie tut etwas für die Gesundheit, für ihre Harmonie, für die stille Achtsamkeit, für die Lebensfreude und einfach nur dankbar zu sein, dass man dann gesund bleibt, hoffentlich. Es war bunt, es war vielfältig. Ich fand die Frauen, die da waren, durch die Altersspanne auch super interessant. Für mich ein totaler Mehrwert. Das finde ich das Schöne bei den Haufe-Sachen immer, dass man immer wieder die Vogelperspektive einnimmt und mal so über seine eigenen Sachen drüber fliegt, ein bisschen reflektieren kann, vielleicht anders machen kann, umändern kann. Das finde ich das Schöne, so ein bisschen Bewusstsein erzeugen. In unterschiedlichen Workshops, in unterschiedlichen Konstellationen auch noch die unterschiedlichen Trainer kennenzulernen, besser geht es beim Kongress eigentlich gar nicht. Ich finde es schön. Ist ein bisschen viel pink, keine Frage, aber ich finde es schön. Wir sind hier in Berlin und haben wirklich zwei ganz tolle Tage. Ich bin einfach nur begeistert und glücklich, dass wir so einen tollen Kongress auf die Beine gestellt haben. Ich sehe nur zufriedene, begeisterte Gesichter und das macht mich natürlich ganz besonders froh. Es war unwahrscheinlich spannend, tolle Frauen kennengelernt, tolle Themen kennengelernt, unwahrscheinlich spannende Trainer getroffen, sehr, sehr viel Energie mitgenommen, sehr viel Praxiswissen mitgenommen. Ich denke, wir haben uns alle sehr wohl gefühlt. Das Wetter hat mitgespielt, also besser konnte es ja gar nicht sein. Wir haben wirklich was bewegt, ja.